Mist. Direkt an Jeff und Elena vorbei. Wir müssen zurück zum Eingang. Ist hier drüben! Da ist er!
Na toll. Es ist da! Los geht's. Rein. Los! Oh Mist! Wo sind sie? War klar, dass das passiert. Da sind sie! Unten bleiben! Mist! Jeff und Elena haben Ärger. Welche Überraschung! Die Köpfe runter! Wir müssen schnell weiter. Er kann nicht. Ich bin okay. Lass sehen. Okay, das wird schon wieder. Okay. Kannst du stehen? Ich glaube schon. Okay, komm, ich helfe dir. Nein! Nein, 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 lass sie. Die Kamera ist hin. Und auch. Nate. Er schafft das schon. Stimmt's, Mann? Okay, komm, mach die Tür auf. Er schafft das niemals. Er muss hier bleiben. Was? Nein! Mach endlich die Tür auf, Chloe! Du bringst uns doch alle um! Okay, auf geht's. Los, los, Nate! Ich gebe euch Deckung! Da ist er! Hey, hier! Sie sind hier! Verrammle die Tür! Ich hab's! Komm schon! Das schaffen wir nicht. Weiter! Oh. Hier, du Bastard! Ich hör dich! Das war knapp. Los, schneller! Los, Jeff, du packst das!
Keine Sorge, Jeff. Du packst das. Komm schon, nicht Ellen. Aufgeben. Oh, Mist! Komm, hier, Mann! Oh. Mach das Tor auf! Vorsicht! Elena! Oh. Alles okay. Fast meinen, wir wären Freunde, was? Oh, Mist. Keine Sorge, wir schaffen es. Er nicht! Nein, auf keinen Fall. Wir haben keine Wahl. Komm, nee. Jeff. Okay, du hast es versucht, aber er kann nicht mehr weiter. Wir können ihn hier nicht sterben lassen. Er ist schon so gut wie tot und wir auch, wenn wir jetzt nicht gehen. Dann geht. Ja, niemand hält dich auf. Chloe. Ich habe nur versucht, dich zu retten, du Idiot. Chloe? Was soll das? Sorry. Waffen runter. Auf der Stelle. Bringt sie raus. Sie ist verletzt. Bringt sie zum Zug. Unglaublich. Du kannst es einfach nicht lassen. Dann sind wir jetzt wohl quitt. Nicht ganz. So. Das ist also dieser Drake. Habt ihr ihn hierher getragen aus dem Tempel? Schade. Nein! Jetzt sagt ihr mir, was habt ihr gefunden im Tempel? Die Antwort, nach der du suchst. Okay, ich weiß, wo der Stein ist, aber du findest ihn nicht ohne mich. Also, lass sie gehen, dann führe ich dich zu ihm. Ah, mein Schatten. Du bist die Reporterin, die mich verfolgt. Du solltest beten, dass er nicht blafft. Durchsuch ihn. Na komm. Das ist super, Mann. Hier. Du hast wohl keine Verhandlungsgrundlage, Drake. Zurück zum Sammelplatz. Wir brechen gleich auf. Du kommst mit mir. Du kümmere dich um sie. Kein Problem. Und du arbeitest für das Monster. Ist besser als gegen ihn. Das war's dann wohl, hä? Du knallst uns jetzt einfach so ab, oder was? Sieht ganz so aus, oder? Steh auf. Ich sag, steh auf! Lauf! Schnapp sie! Los, los! Du Mister! Komm zum Stein! Alles klar? Ja. Weiter, los, weiter! Verdammt nah, Nate! Hier hoch! Hey! Was
machst du denn los jetzt? Ich hab dich. Was ist denn los? Hier rein. Runter. Alles klar? Ja, mir geht's prächtig. Und bei dir? Nur ein paar Schrammen. Okay. Oh Mist. Ich glaube, sie sind weg. Ich hätte dich da nicht mit reinziehen dürfen. Hast du nicht. Das war ich ganz allein. Nein. Ich meine, naja, das alles hier. Wir wussten, was auf uns zukommt. Okay, also, was machen wir jetzt? Ich gehe ihr nach. Das war ja klar, typisch. Ihr nachgehen. Flynn hat was von einem Zug gesagt. Das heißt, sie haben sie zum Bahnhof gebracht. Hier. Müsste da drüben sein, hinter dem Wasserturm dort. Nate, sie hat auf uns gezielt. Ich weiß. Und sie hätte fast auch abgedrückt. Die anderen waren bloß schneller. Es ist kompliziert. Ja, bestimmt. Flynn wusste, dass sie bei mir war. Weißt du, was passiert, wenn Lazarevich merkt, dass sie ihn getäuscht hat? Ja, das weiß ich nur zu gut. Dann weißt du auch, dass ich keine andere Wahl habe. Die Ganoven-Ehre, was? Ja, so in der Art. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ah, wie schön, dass sich manche Dinge nie ändern. Okay, gehen wir. Was? Oh, nein, 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 nein. Du kommst nicht mit. Nate, hör auf. Okay? Wir müssen einen Zug kriegen. Da ist der Wasserturm. Genau hinter dir.